Im Hintergrund sehen Sie meine Arbeit Swing Le Tatlin. Das hat folgenden Grund, warum das so heißt. Und zwar hat der Tatlin Fluggeräte gebaut aus gebogenem Holz, mit denen er auch Flugversuche gemacht hat. Und auf der anderen Seite hat er das Monument für die Dritte Internationale gemacht, auch ein Turm, ähnlich wie ein Eiffelturm, aber eben nicht starr, sondern mit lauter drehenden Elementen. Und das ist auch, also die Bewegung ist auch ein Thema für meinen Raum hier, Bewegung und Wahrnehmung, so ist der Übertitel dieses Raums. Und dazu habe ich eben aus der Sammlung Arbeiten ausgesucht, die sich eben speziell mit diesem Thema beschäftigen. Das fängt an eben bei der Erika Glien, die sich schon mit Bewegungsdarstellung auseinandergesetzt hat. Dann Moholy Nagy, die russischen Konstruktivisten. Das geht dann bis hin herauf zum Marc Adrian, ein Wiener Künstler, der sich auch mit Bewegung beschäftigt hat, eben wo der Besucher durch die Bewegung, durchs Gehen verschiedene Bilder sieht. Also der Besucher muss herumgehen, sonst sieht er das nicht. Oder eben dann die Op-Art-Künstler, wo die Bewegung durch optische Phänomene entsteht, dass die mit der Trägheit dann der Netzhaut zu tun haben. Und da entsteht eine Scheinbewegung. Ich habe die Sammlung bin ich durchgegangen, genau nach diesem Thema, eben Bewegungsdarstellung, Bewegung selbst, also kinetische Skulpturen oder eben optische Phänomene. Und das habe ich eben durchgesucht und hier eine Auswahl getroffen.